So, es geht weiter. Ich bin zurück in Pockform und ja, ich überlege gerade kurz, wie es weitergeht, denn ist ja nicht so, dass ich diese Folge oder die letzte noch mal neu gespielt habe, weil die Aufnahme irgendwie kaputt ist. Nee, sowas garantiert nicht. Und genau, wir waren jetzt hier, haben alle versammelt, denn wir müssen nur noch hier mit Dolores, wir müssen It's a door tube dafür finden. It's a tube socket for Uncle Chuck's secret PF001 Tron tube. Genau, die PF001. Genau, das habe ich letztes Mal schon ein bisschen angespielt und dann ist auf einmal, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich auf vergessen habe, auf Aufnehmen oder so zu drücken. Und ich habe schon herausgefunden, hier, oh fuck, die hat das nämlich schon mal gesehen, diese Röhre. It's a Pillowtronics T-Shirt. The only thing I got from Uncle Chuck. There's a schematic of his secret PF001 tube on the front, just like the one needed at the factory. Genau. Und deswegen holen wir die bei Ricky's Tubes natürlich. Und die war B Street, oder? Ja, ja. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir schon im. Ne, hi, Dolores! Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tubes for Rubes. How can I help you? Do you have a PF001 tube in stock? Oh, the PF001 is a top secret tube that only Chuck knew about. But I have never seen one in person. I don't have any in stock, but I think there was only one or two produced. But if I had the design for one, I could probably make it for you. Genau, hier ist der tube schematic on this T-shirt for a PF001? Yes, it is. I might be able to build one using that schematic. Okay, here's my T-shirt. Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. Here's the PF001 tube, exactly how Chuck designed it. Thank you. Nice. Ja, guck mal, das geht doch hier rucki zucki. Und ja, dann sind wir schon in der Fabrik drin, was eigentlich das Ziel von jedem so ziemlich war, außer halt hier von. Ah, ich vergesse immer den Namen, der Edmund, der Vater von Dolores. Mit dem müssen wir es noch schaffen, irgendwie mit Dolores zu sprechen, aber ich glaube, das ist was, was wir später auch noch angehen können. Oh, falsch gegangen. Genau. So. It fits perfectly. When those security lights are all green, the door can be unlocked. The doors moved a little, but stopped. They must be stuck. Ziehen. It opened just a little more. Das geht nur mit Teamwork. It opened a little more. Erstmal die Girls ran, ne? Und soll er mal aus Spaß ein bisschen drücken? Nein. I think someone could squeeze through now. Das ist eine Aufgabe für den Clown. I think some. No way, I'm the first one through that door. Wie? No way, I'm the first one through that door. Ja, dann. Ach, dann mal lassen alle los. Whoops. Oh Mann. Reset. Das ist doch scheißegal, wer als erstes reingeht. Aber Reyes macht das jetzt, oder? It opened a little more. See. Alter! Ist hier Ruffy oder was? Captain Fantastic. Someone smarter than me could squeeze through now. Lame. Reset. Damn. Crap. Komm. Dolores, mach das jetzt. Du bist jung. It opened a little more. Ah.
It opened a little more. I think someone could squeeze through now. Jetzt aber. I think I can squeeze through the opening now. Whoa. Holy. Oh, you said it, Clown. This can't be. It's not possible. What have you done, Uncle Chuck? Teil 7. Der Wahnsinn. Yeah, wow. Those look like bouncing wings. Shut up, Ransom. Ja, was ist denn? Was haben die denn? Geben sie doch geil aus. So geil, dass man hier nichts anklicken kann. Dann gehen wir einfach weiter. Oh, hier sind bestimmt super viele Staubkörner. Hier hat ewig keiner mehr gewischt. Alter, Killerroboter. I can't go out there. Those SRO-1 robots would kill me. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Oh. Das Rätsel habe ich, glaube ich, auch nicht gecheckt. Man. Hier können wir erstmal genau die Linse mit dem Buch verwenden. Ist das für dafür gedacht? Text-Adventure-Legende Ron Gilbert wird zitiert als Text-Adventure bleiben die Zukunft. Das mit der Grafik wird bald keiner mehr haben. Wenn sie die kolossale Dungeon-Höhle betreten, resultiert der Weg nach Osten im sofortigen Tod. Gehen sie nach Westen und schauen sie sich um. Es gibt nicht viel zu sehen. Aber sie könnten was Wichtiges finden. Die Designer haben hier angeblich was versteckt. Vielleicht nur ein roter Hering. Gehen sie weiter nach Westen und sie finden sich in einem Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was dieses Licht wohl mit der Story des Spiels zu tun haben könnte. Warnung, falls sie in der Kammer mit den Robotern stehen, kann das geheime Debug-Kommando, was steht da? Fiskam, das Spiel und damit das ganze, den ganzen Computer zum Absturz und Reboot bringen. Okay. Das hilft mir aber nicht weiter. Ja, scheiße. Oh, ich will erstmal. Handbuch. Nee, das war dafür. Ja, fuck. Das ist nämlich. Das hieß, ich weiß nicht, ob ich das nur mit Warning. Glück geschafft. SR-01 Robots in Patrol Mode. Danger! Danger! SR-01 Robots in attack mode. That jumper board is for an SR-01 robot security system. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Danger! Danger! SR-01 Robots in attack mode. Das nervt ganz schön. Wie heißen die? I can't go out there. Those SRO-1 robots would kill me. I'll need. Ja, es kann gut sein, dass es hier ein Buch dazu gibt in der Bibliothek, aber. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 Live. I see there is a manual on the SR-01 security system. It's in section 2.1. Ja, geht doch. Das war ja easy. Ach so, okay. Nimm. Da. Dann gehen wir direkt mit zurück. Oh, da kommt wieder die schreckliche. Ah, nee, wieder.
So, Programmierung der SR01, Chuck Edmund. Boah, das lese ich jetzt aber nicht alles durch. Ich guck mal kurz. Bla bla bla. Die leicht zu erreichenden Fernseher, bla bla. Die neu erreichen passive Überwachung über Abschreckung bis zu suchen und töten. Aha. Achso, hier steht's jetzt. Indem der rote Jumper auf H23, der grüne auf H56 und der blaue auf E23 gesteckt werden. H23 grün, blau E23. Ich kann mir nicht alle merken, sorry. Oder mach mal alle grün, blau, grün. Ah ne, rot, grün, blau. H23. Now it can reprogram the danger. Danger. SR01 robots in attack mode. Ich bin nämlich dumm einfach. SR01 robots in maintenance mode. It is now safe to enter factory. That should disable the robots. Okay, das war easy. It looks all clear now. Coolio. Why would Uncle Chuck need to make a human-looking robot AI? What was Uncle Chuck doing before he died? Hier, oh, Stoppwort. Ja, hier gehen echt merkwürdige Dinge vor sich. Vor allen Dingen viel Staub. Uncle Chuck was up to something. These computers shouldn't be powered on. Alter, Staubkorn Heaven. Virus installiert. A virus? Uncle Chuck must have been trying to cause damage to something. Alter. Staubkorn Heaven. Die geben wir gleich alle schön dem Clown. It's a foolproof electronic locking mechanism. Nothing happens. Können wir schon wieder ein bisschen gluck 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 machen? That picture looks familiar. Kind of like Thimbleweed Park without any buildings. Tja, was sagt uns das? Guck, die Tür ist jetzt I don't offen. Want to das ist schon mal super. It's locked. It's locked. Ja, was machen wir denn jetzt? Was tun, was tun, was tun? Also was da mit dem... Ich glaube, das geht jetzt schneller hier lang. Oder? Ich hoffe es. Ist hier gar nichts? Ist dahinter ein Schalter oder so? I don't want to pick that up. Nothing happens. It doesn't seem to fit that. I can't push that. Du sollst doch nichts pushen. Lass ihn nur rausgehen. Also wohl. Sollte Ransom da ausrichten können. Da muss man echt irgendwas mit dem Tribun machen. Das kann doch nicht sein. Nothing happens. It doesn't work on that. It's locked. Yeah, weiß ich nicht. That doesn't seem to work. Hmm.
bräuchte ja auch... Ach, Mann, wie dumm bin ich denn? Ich habe ja auch einen Schlüssel aufgehoben. Oder habe ich das nicht gemacht? Ach, nee, genau. Ich glaube, ich muss das jetzt mal nochmal nachspielen, weil ich das nicht gespeichert habe. Und es gibt ja hier einen Schlüssel. Hatte ich eigentlich genommen, aber... Ja, ich habe es wohl nicht gespeichert. Diggin! Das fällt mir nämlich gerade ein. Hier ist ja das Bild von Chuck Edmund und... Dahinter ist irgendwie ein Safe oder sowas und hängt ein Schlüssel dran. Hier. Uncle Chuck was always very touchy about this painting. Genau. Wonder why. Und hier ist ein Schlüssel. Zuck, zuck. Aber dazu, nee, haben wir dazu gerade den Hinweis bekommen? Quasi schon, auf dem Kalender ist das nicht dasselbe Bild wie da in dem Zimmer gerade. Ist ja auch egal. Haha, oh! What the fuck? Erstmal Piraten. Gut. Und, oh, Tagebuch. Das könnte spannend sein. Oh, Eintrag 3668. Ist es wahr? Alles ergibt jetzt einen Sinn. Wo ist die Mutter von Dolores? Interessant. Habe noch mehr Zeit im Labor mit der KI und dem Textadventure verbracht. Dadurch wurde eine Reihe von Mysterien entschlüsselt. Alle meine Annahmen über sie und die Welt sind absolut korrekt. Noch mehr Forschung, noch tiefer hinunter in den Hasenbau. Oh, sorry, einen Moment. Seltsame Dinge, die ich vorher nicht beachtete, sind plausibel. Cimmery Park hat 80 Einwohner, aber 3000 Leute im Telefonbuch. Das macht alles keinen Sinn, bis ich das Unmögliche akzeptierte. Oh mein Gott, das ist erschreckend. Die KI sagt, es gibt nur einen Weg, aber ich zweifle langsam an ihr. Sagt sie wirklich die Wahrheit? Wir werden beobachtet. Ich werde beobachtet. Die KI ist nicht das, was sie vorgibt. Ich bin jetzt sicher, dass die KI eben keine KI ist, sondern etwas anderes. Aus einer anderen Welt. Der Welt, in der auch die Leute aus dem Telefonbuch existieren. Okay, es wird richtig Meta. Ich habe eine kleine Tronröhre geschaffen, die tief unten im Textadventure liegt und nicht mit uns vernetzt ist. Sie zählt immer weiter nach oben. Wir werden neu starten. Ich muss noch tiefer. Je tiefer ich bin, desto weniger können sie mich sehen. Sie achten nicht darauf, was unten passiert. Sie achten nur auf die Oberfläche. Narren. Franklin versucht weiterhin, die Fabrik auf Plüschtiere umzustellen. Das darf nicht passieren. Meine Welt könnte gefunden werden. Ich brauche mehr Energie. Rückweisende Radiowellen könnten das schaffen. Franklin ist aus dem Weg. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn er mein richtiger Bruder gewesen wäre. What? Okay. Franklin hat einen ausländischen Investor eingeladen, um die Fabrik für eine Investition anzusehen. Die KI sagt, wir müssen das aufhalten. Ich weiß nicht, ob ich der KI trauen kann. Vielleicht kann ich ja. Ich habe einen Plan, um mit dem ausländischen Investor fertig zu werden. Ich setze alles in Bewegung. Ich kann nicht sagen, ob dadurch alles auseinanderfällt oder endlich zusammenkommt. Noch ein Neustart. Ich kann sie nun schön ohne die unvernetzte Röhre spüren. Ich kann sie jetzt schon ohne die unvernetzte Röhre spüren. Die Pillowtron-Maschine ist fertig. Das Text-Adventure ist perfekt. Sie haben sie nicht bemerkt. Ich kann mich dort verstecken. Aber bevor ich verschwinde, muss ich Dolores einige Hinweise geben. Wenn ich irgendjemand herausfinden kann, dann sie. Ja, Dolores ist ein kluges Köpfchen. Das muss aufhören. Es gibt nur einen Weg. Es tut mir leid. Unwissenheit macht glücklich. Wäre ich nur unwissend geblieben. Wenn ich Franklin seine Plüschtiere machen lassen hätte, wären wir reich und unwissend. Lebten in. Ich kann nicht darüber nachdenken. Das ist mein letzter Tagebucheintrag. Ich würde mehr sagen, aber Sie können das lesen. Ich habe die Hinweise in Cimmery Park versteckt. Ich muss sicher sein, dass Sie sie nicht finden. Sie müssen denken, es sei ihre eigene Idee gewesen. Dolores wird alles verstehen. Bitte, Dolores, sei so schlau, wie ich dich kenne. Lebt wohl. Hui! Ja, ist ja crazy irgendwie. Wie soll man das erklären? Also, er hat herausgefunden, dass er wirklich in einem Text-Adventure anscheinend steckt. Also, dass das alles nicht... It's not true! Das ist alles eine große Lüge. Hier, das hier sieht verdächtig aus. I think I've seen this painting somewhere before.
Genau, und hier dafür brauchen wir jetzt, genau, das ist das Computer-Terminal und ich glaube, hierfür brauchen wir jetzt auch das hier, was ist das hier? Genau. Bla 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 bla. Genau, da steht doch irgendwas. Wenn sie Höhle betreten. Achso, Osten im sofortigen Tod. Nach Westen. Westen umschauen. Aha. Ja. Fisker. Okay, ich muss irgendwie nach Westen gehen. Das reicht mir schon mal. Was? Was stand da? Please insert, achso. Ist die Beta-Kassette damit gemeint? It will only work in the non-existent Betamax player. Yay, wir haben einen coolen Piratenhut. Okay, I'm pushing it. Nein, 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 nein! Nein! Ey, jetzt muss ich das alles noch. Nee, aber okay, es gibt wahrscheinlich Quick Save und so. Och nee, ich dachte, die fragt mich nochmal. What the fuck? Nee, ne? Oh doch, oh hier Autosave. Huh! Fuck, ey. Uncle Chuck was really creepy. Who was he watching? Okay, eine Diskette. Haben wir hier noch das? Ja, aber wir haben. Brauchen wir dafür nicht nochmal irgendwie Tesafilm oder so? I still have the brush, but no more fingerprint powder, and it's missing the fingerprint tape. Na schauen, ob wir nochmal. Wo gab's das nochmal? Ja, hier bei der Postfiliale. Boah, ich hab grad echt einen Schrecken bekommen. So, no, ich muss den Scheiß nochmal spielen, ey. Komm. That tape is for official government business only. Ich bin ein offizieller Government. That tape is for official government business only. Halt's mal. Haben wir irgendwas, um Fingerabdrücke zu geben? Oder irgendeine Diskette oder so? Nee, ne? Verdammt! Ja, was tun? Betrachte Glas. Better not. Might remove the prints. Ah, okay, da hat sie aber noch nichts zu gesagt. Okay, Fingerabdrücke habe ich hier. I need a fingerprint brush for the best results. Okay, okay, komm zurück. So. Nee, gib. Whatever. Ja, ja, stell dich nicht so an. There's no more fingerprint powder left. Dann gib ihr auch noch hier das Fingerprint Powder. Whatever. I've dusted it. Now I need some fingerprint tape to lift the prints. It's covered with black dust. I see some clear fingerprints. Ist halt die Frage, ob das jetzt schon reicht? Ich probier's mal kurz, aber ja, vermutlich braucht man noch irgendwie Fingerprint. I can't do that from here. I can't open that.
Nice. Better ring the doorbell. All right, Yair. You can't come in, no. Too many holes over the stead. You'd break your neck. I have no idea what you just said. Hör doch mal richtig zu, ey. Okay, then. Okay, ich darf nicht in ihr Haus. Okay, okay, okay. Aber du musst mir das Glas geben. Du? Thanks. Dig in! Dass das reicht. Aber vielleicht ist ja... Oh, wollte ich nicht. Better not. Might smudge the fingerprints. Die ewige Suche nach dem Tesafilm. Wir sind doch Freunde. That tape is for official government business only. Du hast es mir doch schon mal gegeben. Verdammt. Hier irgendwas, das... Tesafilm, wo bist du? Ja, schwierig. Wo könnte es sein? Wo könnte Tesafilm sein? I've read these same notes. Bei dem Bankfuzzi, aber ja, warum soll das denn da sein? Dum 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 dum. Warum sollte Willy Tesafilm haben? Ich weiß es nicht, hat er eh nicht. Warum auch? Warum zur Hölle sollte er Tesafilm haben? Open an account today and get a free toaster. Ja, gib mir einen Toaster. Oder at least ein bisschen Tesafilm. Hello, safely. I want a free toaster. I should wait until he's off the phone. These obscene phone calls are getting annoying. How can I help, Miss Edmund? I wasn't aware Uncle Chuck was doing so well. I mean, the pillow factory was closed for years. True, but in his final years, your uncle began liquidating several valuable assets. It was more than enough to keep him afloat. Huh. Hmm. What assets did my uncle liquidate? I couldn't possibly say, Miss Edmund. Bank client confidentiality and all. Goodbye, Good. Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Komm, ich probiere nochmal mit ihm einmal dazu reden, aber wenn nicht, ja, ich ist einfach nur Verzweiflung gerade.
Oh, falsch. Nein, komm. Hello, I will wait until he's done. Jetzt auf einmal bist du höflich. Jetzt auf einmal. Is this an obscene phone call? I need to keep them on long enough to trace the call. What are you doing here, Mr. Clown? This is a stick-up. Give me all your money and unmarked bills. And you'll threaten us with what? A water pistol? Your balloon? Jeez, head, the only stick-up around here is the one up your... Mr. Clown, your jokes weren't funny on The Tonight Show, and they certainly aren't funny in my bank. Wetten das? I want to apply for a business loan. If this is about those awful clown dolls, Mr. Clown, then we've already been through this. The answer is no. I got other ideas, face. Okay, I still want to make the ransom dolls. And I already told you it's a no. Well, you then. Goodbye, Mr. Face. Don't rush back. Ja, ich hab no idea, wo wir das scheiß Tesafilm herbekommen oder irgendein Klebeband. Aber ja, das soll uns jetzt nicht interessieren, sondern erst beim nächsten Mal. Ich gehe nochmal tief in mich und grübel nach. Schaue nicht nach. Vielleicht müssen wir nächstes Mal wieder Tipps holen, aber ich hoffe es nicht, weil das kann ja auch nicht so schwer sein, so ein blödes Stück Tesafilm zu finden. Naja, wie dem auch sei, wir machen aber beim nächsten Mal weiter. Mach's gut, ne?